Servus Leute, da bin ich mal wieder in meinem Garten. Endlich ist die Sonne draußen. Es ist noch nicht richtig heiß warm, aber auf jeden Fall angenehm warm. Ihr seht es auch, ich habe jetzt nicht besonders viel an. Spitze, das treibt mich raus, das treibt mich wieder zu Outdoor-Aktivitäten und genau darum geht es heute auch in dem Video hier. Rauchen tue ich jetzt gerade noch nichts. Werde ich aber auf jeden Fall später noch machen. Ja, worum soll es heute gehen? Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, also ich brauche überhaupt nicht so ein Geheimnis drum machen. Es geht um eine Steinschleuder. Dazu eine kurze Erklärung, wie es dazu kam. Wer das nicht hören kann oder will, einfach schnell kurz mal, sagen wir mal, so 2 Minuten nach vorne spulen. Dann könnt ihr euch mein Geseiere ersparen. Ich habe schon, als ich irgendwie so 18, 19, 20 war, angefangen mit Zwille schießen. Das war, ich will nicht sagen früh, aber in der Lebensphase von mir eine Leidenschaft. Ich habe halt dann selbst welche gebaut aus einer Gabel und mit Gummi und so weiter. Und die gingen dann auch recht gut. Man konnte nicht meckern und ich bin da auch dafür, dass ich mit Steinen geschossen habe, wirklich recht gut geworden. Damit auch. Habe das dann ein paar Jahre lang gemacht und dann jetzt so circa 10 Jahre lang oder so, ja gut, 7 Jahre lang oder so, einfach völlig vergessen, das Hobby. Und jetzt bin ich in dem Sommer wieder draufgekommen, in dem Frühling wieder draufgekommen, dass ich das doch mal wieder ein klein bisschen wiederbeleben könnte. Und wie ich halt so bin, ich habe mich dann gleich wieder umgeschaut, was gibt es für Zwillenfirmen, was gibt es für deutsche Zwillenfirmen. So einen China-Schrott bestellen kann jeder und die sind ja auch nicht immer schlecht. Aber ich finde es halt immer schöner, wenn ich eine deutsche Firma unterstütze oder halt eine richtige Firma unterstütze jedenfalls, die sich da richtig Mühe gibt und das Ganze einfach schön präsentiert und qualitativ hochwertig herstellt. Da bin ich auf eine Firma gekommen, HitX. HitX ist eine Zwillen- und Schleuderfirma eben, die findet ihr auf Amazon, auf irgendwelchen Sportwebsites und die haben natürlich auch eine eigene Homepage, wo sie die verschiedenen Modelle halt zeigen. Und ich habe gefragt, hey, könnte ich von euch eine Zwille haben zum Zeigen, zum Vorstellen, weil ich das Thema jetzt ein klein bisschen behandeln will, zum Spaß, auf meinem Kanal. Und die haben sofort gesagt, ja cool, mach doch das, geil, welche willst du denn? Und ich habe mich entschieden für die HitX Supergrip, die ist in diesem Karton drin. Ich habe dann noch gesagt, ich bräuchte aber auch was, worauf ich schießen kann. Habt ihr da was? Und die haben sofort gesagt, ja, wir haben einen Kugelfang. Das ist er, der ist hier drin, in dieser kleinen Tasche, ungefähr so groß wie mein Gesicht. Den schauen wir uns dann später natürlich auch noch an. Ich bin noch am Überlegen, ob ich daraus 2 Videos mache oder das mit hier reinpacke. Mal schauen, wie lang wir werden, weil ich will euch jetzt auch nicht 30 Minuten hier voll schwallen. Schauen wir uns mal die Produkte näher an. Ich will jetzt kein wirkliches Unboxing machen, weil ich finde das immer so ein bisschen langweilig, aber nur kurz drüber filmen. Was ist drin? Was gibt's eben im Lieferumfang? So, schauen wir uns mal die HitX Supergrip an. Allein der Name ist Programm. Machen wir mal auf. Da ist eine Schachtel drin. Also da ist ein Zettel drin. Die brauchen wir jetzt eher nicht. Kostenloses E-Book. Nein, das brauchen wir nicht. Hier ist eine Anleitung und ich finde schon allein schon die Anleitung sehr qualitativ gemacht. Nicht so ein schwarz-weiß zerknittertes Papier, sondern das ist richtig, richtig dickes, schönes Hochglanzpapier.
zeigt, in verschiedenen Sprachen auch, natürlich auch Deutsch. Nein, doch, hier ist Deutsch. Wie man zielt, wie man die Bänder reinklemmt. Das ist hier alles aufgeführt, wie man es hält, mit jeweiliger Beschreibung. Das ist schon mal super. Dann, hier sind die Bänder drin. Zweierlei, through the fork und over the top. Worum sich dabei genau handelt, das kann man mal in einem separaten Video klären. Ich will jetzt hier nicht zu viel Fachjargon reinquetschen. Das ist jetzt nur mal die Vorstellung dieser Zwille hier. Was gibt es als Munition? Es gibt diese Tonkugeln. Die sind ganz gut, weil die sind biologisch abbaubar. Schießt bitte nicht im Wald mit Stahlkugeln rum, weil die halt einfach die verdrecken den Wald halt. Noch nicht mit Plastikkugeln. Dafür sind diese Kugeln hier gedacht. Das sind so, ja, rotbraune Tonkügelchen, 9 mm. Das sind diese kleinen Kügelchen. Und der Vorteil daran ist, wie gesagt, dass die biologisch abbaubar sind. Ja, die kann man sogar, wenn man jetzt irgendwas Hartes hätte, ich nehme mal kurz mein Messer her, man kann die auch zerdrücken und ihr seht, das ist wirklich Ton. Ja? Das sind so Tonkügelchen, aber wie gesagt, zum Zielschießen reicht es allemal. Wer natürlich mit Steinen schießt, verdreckt die Natur natürlich auch nicht, aber Steine sind keine gute Munition für die Steinschleuder, paradoxerweise, weil die halt nicht gleichmäßig geformt sind. Und dadurch taumeln sie mehr beim Fliegen und dadurch trifft man halt schlechter. Das ist irgendwie auch logisch. So, Dale, dann schauen wir uns mal den bösen Buben selber an. Das ist die Hit-X Super Grab. Und ihr seht sofort, das ist ein tendenziell eher futuristisches Design. Hier mit den Schrauben. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier gut. Und der Gag bei dem Ding ist eben nicht, dass ihr sie so greift, ja, sondern eben in diese Fingerkuhlen, die hier rechts und links seht, reinfahrt, wie in so einen Handschuh. Der Griff ist nach vorne geneigt und dann verschwindet die fast in der Faust, wie ihr seht. Also die ist nicht groß, gell? Ich habe relativ große Hände, aber meine Hände dürften auch nicht größer sein. Ja. Es gibt mehrere Varianten, mit Zwille zu schießen. Hammer Grip, das ist halt nur einfach in die Hand nehmen. Dann mit Daumen und Zeigefinger den Daumen hier dagegen gedrückt oder eben ganz umschlossen. Das geht hier bei der nicht so gut, sprich, die ist wirklich dafür gedacht, dass sie hier komplett reingreift, wie in so einen Handschuh sozusagen. Ja, so viel zur Zwille selbst. Jetzt bestücken wir das Ding mal mit Bändern. Ich habe euch mal ein klein bisschen näher rangeholt. Und zwar braucht es ja dafür, ich habe mich vorhin getäuscht, es ist zweimal ein Over-the-top-Band, sprich, es wird über die Gabel drüber geschossen. Ja. Es gibt auch Through the Fork, wo der Ball dann hier durchgeht, aber das ist jetzt zu viel Fachchinesisch vielleicht. Ihr braucht einmal das Band, was mitgeliefert ist, natürlich mit dem Leder schon drin, die Zwille natürlich und ein Imbus, der ist auch mit dabei. Ja. Und den benutzt ihr, um hier diese, ich hoffe wirklich, es ist nicht zu dunkel, aber ich glaube, man sieht es ganz gut. Ihr schraubt es auf und dann seht ihr, wie sich hier mit Federung sogar die Gabel öffnet, sozusagen. Das machen wir noch ein bisschen auf.
Und jetzt könnt ihr einfach auf die Schraube drauf drücken und es geht auf. Und da wird jetzt ganz einfach, ihr müsst nur schauen, dass ihr das Band richtig rum reinlegt. Ihr seht es vielleicht, ich hole euch noch ein bisschen näher ran. Ihr seht es vielleicht, wie das gebunden ist. Es gibt eine Seite vom Band, die ist geschlossen nach oben, und es gibt eine Seite, so, die ist geöffnet, sozusagen. Die muss nach unten. Ja? Also schaut, dass es ihr so nehmt, nicht so rum nach oben, sondern so rum. Jetzt müsst ihr das Band nur, wo war jetzt der, du bist es, nach vorne verfolgen, so dass sich nichts verdreht. Dann drückt ihr da drauf, schiebt das Band rein. Das geht ganz einfach. Einfach von der Seite oder auch von oben, völlig wurscht. Lasst es wieder los. Und dann schraubt ihr das Ding einfach wieder fest. Handwarm. Nicht dran knallen wie ein Blöder, sondern einfach nur handwarm anziehen. Fertig. Und schon ist ein Band befestigt. Das gleiche machen wir jetzt noch mit der anderen Seite. Einfach aufdrehen, 1, 2, 3, 4 Mal, langt schon, dann ist das Ding sehr gut offen. Wieder verfolgen das Band, dass sich nichts verdreht. Aufdrücken, rein damit, loslassen. Warte, ein bisschen in die Mitte, möglichst mittig. Hier zuhalten und einfach wieder anknallen. Beziehungsweise nicht anknallen, sondern einfach handwarm anschrauben. Einfach jetzt spüre ich Widerstand, eine kleine Drehung noch und dann ist das ganze Ding ready to shoot. Und genauso schnell geht es natürlich, wenn man jetzt den, wenn jetzt doch was reißen sollte, schnell rausgeschraubt, wieder neues Band rein, festschrauben, fertig. Ja, also da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. So, jetzt haben wir das Ding bestückt, sozusagen. Ich habe jetzt die Markise rausgefahren, weil es doch ziemlich geballert hat. Das ist eben jetzt hier so eine Tonkugel. Die kommt eben rein in das Leder und da ist auch ein Loch in der Mitte drin, dass das die Kugel oder die Munition generell ein klein bisschen mehr zentriert wird. Festhalten, nicht vor dem Ball greifen, sondern wirklich den Ball selber greifen. Bevor ihr das vorm Gesicht nach hinten zieht, direkt nach dem Montieren von den Bändern mal kurz runterhalten und da schon ein paar Mal nach hinten ziehen, weil für den Fall, dass es nicht fest genug zugeschraubt sein sollte, dass ihr das Ding halt nicht voll ins Fressbrett kriegt, sondern halt, wenn, dann hier so nach oben. Da kann nichts passieren. In dem Fall passt es aber. Wie spannt man das jetzt? Zwille nach vorne, auf die Seite kippen. Und dann zieht man das Gummi nach hinten in den Mundwinkel oder Kieferknochen oder halt der Bereich hier, die Wange, irgendwo hier in dem Bereich. Ich nehme immer meinen Mundwinkel und lege halt hier richtig so den Daumen an. Wie zielt man jetzt? Man zielt, ich kann darüber auch mal ein detaillierteres Video machen, das ist ja jetzt nur kurz eine ganz, ganz kurzer Crashkurs. Ausziehen, auf die Seite kippen, wie gesagt, und dann hier drüber zielen, übers obere Ende von der Gabel, dieses Ding hier. Das ist quasi wie die Kimme und Korn beim
Gewehr zum Beispiel. Und damit könnt ihr jetzt genau zielen. Und dann, wenn ihr denkt, ihr trefft, loslassen. Direkt neben dem Gesicht loslassen, weil die blutigen Beginner, die neigen dazu, so wie beim Bogenschießen, wenn ihr den Pfeil nach hinten zieht, eben weil sie sich vor der starken Sehne so ein klein bisschen fürchten, dass sie dann vom Gesicht wegziehen und dann loslassen. Aber dann verreißt es den Pfeil und genau so ist es hier auch. Wirklich, ich tue mal kurz die Kugel raus, wirklich neben dem Gesicht aufziehen, zielen und dann hier direkt loslassen. Ja, ich muss schon sagen, ich habe schon ein paar Probeschüsse gemacht und die liegt halt brutal in der Hand. Die ist halt Wahnsinn von der Ergonomie her. Wie gesagt, sie ist relativ klein. Ich habe mittelgroße, tendenziell große Hände, so Größe 10 bei Handschuhen. Arg viel größer dürfte meine Hand nicht sein. Ihr seht auch, die verschwindet fast in der Faust. Aber ich mag das. Und die liegt unglaublich geil in der Hand. Ihr könnt natürlich auch so schießen, aber so finde ich, kann man schlechter zielen. So finde ich es bequemer. Und so machen es auch die meisten. So viel zur Zwille. Liegt wahnsinnig gut in der Hand. Man kann sogar die Gabel tauschen. Ihr seht es hier, man kann das rausschrauben und die Gabel rausnehmen. Wenn die irgendwie mal brechen sollte, keine Ahnung, kann man bestimmt auch die Teile nachkaufen. Hier ist übrigens noch eine Öse dran für so eine Schlinge für die Hand. Wobei die finde ich, das ist so das einzige Manko an dem Ding, finde ich. Dieses Loch ist so winzig. Da kriegst du ein hauchdünnes Schnürl, kriegst du dadurch. Das hätte ich mir ein bisschen breiter und größer gewünscht, weil ich da halt gern ein schmales Paracord durchgefädelt hätte. Aber gut, jetzt ist es halt so. Zwille ist bestückt, die Munition haben wir, aber worauf schießen wir jetzt? Das zeige ich euch jetzt auch noch. Dafür gibt es den Hit X Kugelfang. Und da ist auch, wie man es wieder zusammenfaltet, Schritt für Schritt erklärt. Wer den nicht mehr zusammengefaltet kriegt, so wie ich, der hat hier einen QR-Code und wird direkt zum Video hingeführt, wo das nochmal genau erklärt wird. Und dann habe es sogar ich hingekriegt. Und das Ding ist super easy. Ihr macht es auf, holt es raus und jetzt schon Obacht. Hoppala, da haut es mir gleich aus der Hand. Und ich sag noch Vorsicht. Das war gut. Okay, flop. Und dann habt ihr hier so einen wunderschönen Kasten sozusagen, federleicht. Den kann man auch irgendwo aufhängen. Da ist dann auch so Metall, Kunststoffringe dran. Sprich, man kann den sogar irgendwo in die Bäume hängen. Und hier ist ein Netz drin, sogar zwei, was dann die Kugeln abbremst und hier runterfallen lässt. Und so verschwendet ihr keine Munition und macht auch keine Ziele kaputt. Super Teil. Ebenfalls dabei ist dieses kleine Sackerl. Das habe ich jetzt zugebunden. Und was haben wir da? Wir haben Heringe für den Fall, dass man das Ding doch irgendwo verankern will im Boden. Ein Gummischnürl. Mal schauen, dass mir hier nicht alles runterfällt. Noch mehr Schnur zum Ziele aufhängen sozusagen oder zum Kugelfang aufhängen. Und die Dinger hier,
kleine Plättchen aus Leder und die kann man eben da reinhängen und dann da drauf schießen. Und man sieht dann auch sofort, wenn man getroffen hat, die gehen nicht kaputt, die halten was aus, sind auch schön richtig stark vernäht. Und die hängen wir jetzt eben in diesen Kugelfang rein, stellen den auf und können dann gefahrlos quasi üben. Und man kann natürlich auch hier Dosen reinstellen oder Flaschen aufhängen. Wir haben nämlich hier, ich bin mir nicht sicher, wie gut ich euch das jetzt zeigen kann, wir haben hier innen, ich glaube, das kann man jetzt nicht sehen, hier drin ist ein Plastikring. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen. Und dieses Ziel hängt an diesen Dingern dran. Und ihr macht es ganz einfach. Ihr steckt es durch diesen Ring durch und das sperrt dann automatisch. Warte mal, ich zeige es euch einmal dann, wenn es fertig ist. Das wird nur so eingehängt. Ich mache es mal im Boden, dann brauche ich es nicht immer in der Hand halten. So, jetzt habe ich den da reingehängt. Und das ist jetzt quasi unser Ziel. Was mich ein bisschen stört, wir haben diese Ringe nur zweimal. An der Seite einen und an der Seite einen. Ja? Wir haben die nur zweimal, sprich ich kann nur dieses Ding hier reinhängen. Es wäre halt cooler, wenn man irgendwie hier noch das kleinere Ziel drüber hängen könnte. Fände ich persönlich noch cooler. Das wäre wahrscheinlich nicht schwierig zu produzieren gewesen und hätte noch viel mehr Möglichkeiten geboten. Ja? Einfach nochmal ein paar Ringe drüber hängen und dann wären halt mehr Möglichkeiten da gewesen. Aber gut, einfach noch ein paar Ringe hin, ich mir selber, sodass ich halt noch die hier drunter und drüber hängen kann. Die beiden. Ja? Das ist jetzt die größte, die hier hängt. Die mittelgroße und die ganz kleine. Fangen wir mal aber mit der größten an. Schauen wir mal, ob wir es erwischen. So, jetzt schauen wir mal. Das sind jetzt ungefähr 8 Meter. Ich habe jetzt die Zwille, wie gesagt, bestückt. Das habt ihr gesehen. So. Ja, da oben ist er rein. Oben ins Eck. Man muss sich natürlich jetzt auch nach so vielen Jahren warm schießen. Ah, komm, ey, der war ja der Wahnsinn. Der war ja gleich dran. Aber wie gesagt, scheiße bin ich halt auch, gell. Viel tiefer zielen. Ja, aber jetzt haben wir ihn erwischt. Ja, aber Vollgas. Ja, zack, da ist er. Ja, aber ja, gut, ich bin natürlich auch eingerostet wie Arschloch, aber es ist immer knapp. Irgendwie. Aber das Ding britzelt schon saftig. Also ein Eichhorn, das darfst du damit erwischen. Jawohl. Jetzt geht's. Wenn man sich warm geschossen hat, dann geht's natürlich besser. Ja, also jetzt. Da. Jetzt geht's dahin. Mei, glaubt ihr das? Jetzt habe ich so lange warten müssen, bis ich das Video fortsetzen konnte, dass es schon fast wieder dunkel ist draußen. Also auf jeden Fall Abend ist. Das zeigen wir jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Und das Geile an so einem Kugelfang ist eben das. Die werden hier gebremst, die Kugeln, durch dieses Netz. Und ihr seht auch, das Geile ist, jetzt kann man die halt einfach nehmen und wieder verwenden. Ihr seht es auch hier, da haben meine Kinder zum Spaß vorhin einfach bloß ein bisschen Wasser reingespritzt in das Ding und man sieht sofort, wie die sich auflösen, wenn es feucht wird.
Da drin sieht man es auch. Ne? Also die sind total hart, aber sobald die irgendwie nass werden, werden die so richtig porös. Zerdrücken mit der Hand kann man es trotzdem nicht. Aber die sind halt wirklich für die Natur nicht schädlich. Ja? Die verschwinden sozusagen. Auch im Rasen. Da braucht auch keiner Schiss haben, dass man da irgendwie dann, mein Gott, mit dem Rasenmäher Stress kriegt oder sowas. Die stören nicht, wenn man die verschießt. Ja, Leute, es war mal wieder ein super Vergnügen, mit der schönen Schleuder zu schießen. Die ist wirklich geil. Super simpel, wie gesagt, die Bänder zu tauschen. Die sind da nur reingeklemmt, halten aber bombenfest. Und man muss es wirklich fast, also ich persönlich finde, man muss es fast mit dem Kugelfang da hinten noch dazu nehmen, weil der ist so unkompliziert. Und einfach, klar macht es Spaß, sich Ziele zu bauen, irgendein Schnürl aufhängen und da Dosen dranhängen und so weiter, das ist auch cool, auch das mache ich wahrscheinlich noch. Aber so ein Kugelfang, der ist halt cool. Seid vorsichtig beim Auspacken, ihr habt es vorhin gesehen, wie es mich Mr. Bean-mäßig fast nach hinten weggelassen hätte. Der ist einfach plopp und dann steht er da und dann fertig. Ja, also super geil. Ja, was soll ich jetzt sagen? Genial, also gerade wenn man, ich meine, ihr kriegt dieses Ding hier für knapp 22 Euro, was ich brutal finde. Den Kugelfang für knapp 30 Euro und ich persönlich würde, wie gesagt, sagen, holt euch beides. Dieser Kugelfang ist einfach so stressfrei, zack, hinstellen, fertig. Ja? Da braucht man sich nichts basteln oder so. Es ist auch ein recht dünnes Leder, das ist aber besser. Das ist sehr viel besser. Und es ist zielgenau, wenn man es kann. Ich kann es nicht mehr so gut. Aber gut, ich habe auch nicht von 30 Schuss ungefähr 15, 20 verballert. Also wenn ihr daran Spaß habt, ich kann euch bloß empfehlen, holt es euch mal, probiert das Hobby einmal aus, das macht richtig viel Laune. Was ich zum Schluss noch sagen möchte, ist, es hat keine, es ist für jeden zu erwerben. Ja? Wir sind nicht ab 18, aber ja, die Firma empfiehlt es auch ab 18. Warum? Weil das definitiv kein Spielzeug mehr ist. Wir reden hier nicht von einem Spielzeug. Gell? Wenn man das ins Auge kriegt, dann war's das mit dem Scheinwerfer. Der ist raus. Also das ist kein Spielzeug. Gell? Nix für irgendwie 10-Jährige oder 7-Jährige oder so. Das ist nicht gut. Bitte geht's damit verantwortungsvoll um. Gibt's Negatives? Wie gesagt, der Griff könnte, finde ich, für mich ist der Griff super, aber meine Hand dürfte halt auch kein bisschen größer sein. Ja, also ich passe wirklich gerade so hier rein. Ich finde es bequem, aber wie gesagt, wenn man irgendwie größere Bratzen hat, dann ist es schon nicht mehr so bequem. Ja? Und es ist nicht nur was für kleine Hände, so auch wieder nicht, aber sie ist relativ klein. Und dieses Loch hier eben, das ist was, was ich für mich größer gewählt hätte, aber das ist echt Meckern auf hohem Niveau, weil ich halt gerne mein Paracord hier dran haben würde, aber das braucht es ja nicht. Insofern ist das Meckern auf hohem Niveau. Der Kugelfang, den finde ich klasse. Wie gesagt, es wäre noch cool gewesen, noch eine zweite Möglichkeit zu haben für ein kleineres oder größeres Ziel. Drei sind vielleicht ein bisschen viel, aber zwei, denke ich, wäre mit wenig Aufwand einfach nochmal cooler gewesen. Aber gut. Ich hoffe, es war spannend. Ich hoffe, ich konnte euch ein cooles Hobby ein klein bisschen näher bringen und bringe in naher Zukunft vielleicht noch mehr solche Videos, wenn das Thema interessiert.
Nein, ich glaube, ich mache es sowieso, aber weil irgendwen gibt es immer, der es feiert. Und ihr kennt ja den alten Spruch von mir, es ist zusätzlicher Content und nicht statt den Pfeifenvideos. Also, bis zum nächsten Mal. Hit X. Vielen Dank, dass ich die vorstellen durfte. Ich bin nicht bezahlt worden dafür. Bis dann.